Alter. Was schaust du so? Diese Gegend. Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Wir haben ein Bett zu wenig. Ja. Das muss ich dann noch machen. Okay, da geht es nicht weiter. Muss ich hier noch was tun? Noch irgendwas sein, was erzählenswert ist. Nee, hier gibt es nichts mehr. Eigentlich müsste ich ins Gasthaus. Ich rede nochmal mit Tifas Vater. Wir brauchen Shinra nicht, um unsere Stadt zu schützen. Nee, dann glaube ich, kann ich ins Haus. Also, wie kann ich dir helfen? Klär mich über die Lage in der Stadt auf. Zur Lage in der Stadt. Im letzten Jahr sind viele Monster aufgetaucht. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. In einer kleinen Stadt passiert nicht viel. Es war noch, als sie den Reaktor bauten. Als er im Bau war. Aber als er fertig war, ging es bergab. Innerhalb weniger Jahre gingen alle Bäume ein. Wer weiß, ob der Reaktor gut oder schlecht war. Hinterher ist es einfach zu kritisieren. Was kann man noch ändern? Auf jeden Fall müssen wir die Monster loswerden. Dann können wir aufatmen. Wo ist Sephiroth? Ja, er ist oben. Ah, das weiß ich schon. Hätte ich mir sparen können. Ich möchte ein Zimmer. Das geht klar, es ist alles für Shinra-Leute reserviert. Aber wäre es dir nicht angenehmer, zu Hause zu sein? Keine Ahnung. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Ja, lass uns schlafen gehen. Ich habe eine Leiterin zum Makroreaktor engagiert. Hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth. Falls etwas passiert, vertraue mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe zwei Soldiers als Leibwächter. Ich heiße Tifa. Nett, dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin dieser Stadt. Es ist zu gefährlich. Lass mich in sowas nicht reinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Sephiroth, darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch für mich fragen? Bitte lächeln.
prima, danke schön. Also der Fluid scheint nicht der Photogene zu sein. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Am Mount Nebel wurde ein Makroreaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Ab hier wird's schwer. Mir nach. Oh, die Brücke. Verdammt. Es scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie in ihrem Ameisenhaufen. Ach, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter ab, jetzt gehen wir gemeinsam. Will ich mir doch mal Sephiroth ansehen. Keine Zauber, außer... Wiederbelebung, Genesung, Erde, alle, Hitze, noch ein alle, Gewitter und Kälte. Mann, ist Goldarmband, Kraftring. Boah, ist der fett ausgerüstet. So. Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Es muss die Makroenergie sein. Dieser Werk hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Makroreaktor gebaut. Okay. Und jetzt geht's zur Sache. Verdammt! Och, nicht schon wieder. Kann ich eigentlich... Ah ja, Heilung. Ah, schade. Aber gut, Limit ist ja auch, glaube ich, ein bisschen sinnlos. Wo stehe ich jetzt? Ah, hier unten.
Da sind wir. Und was ist das? Ein Marco-Brunnen. Es ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Wenn der Marco-Reaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus.